Die nächste Familiensprecherin, Angela Lueger, SPÖ. Ich möchte noch einmal ganz kurz zur 15a-Vereinbarung zurückkommen, weil irgendwie war ich jetzt ganz weit weg, ob jetzt unser Minister zuständig ist, dass keine Kinder geboren werden. Irgendwie war das recht abstrus. Gut, zurück zu den Eckpunkten der 15a-Vereinbarung. Wir hatten ja schon eine bestehende 15a-Vereinbarung, die ist ausgelaufen. Das, was man an der jetzigen 15a-Vereinbarung auch seitens der Sozialdemokratie bekrittelt, ist, dass wir eigentlich ein Mehr an Ausweitung haben wollen. Das wollen wir natürlich auch, aber zum selben Geldbedingungen, wie wir es die letzten Jahre hatten. Das heißt, 70 Millionen weiter die Ausrollung pro Jahr, aber eigentlich eine Verdoppelung dessen, was wir bis jetzt geleistet haben, oder besser gesagt, was die Länder bis jetzt geleistet haben im Ausbau. Da wäre es natürlich schön, Frau Ministerin, wenn es Ihnen gelingen würde, auch mit dem Herrn Finanzminister da mehr Geld rauszubekommen. Ich weiß aber, dass Sie damals im Ausschuss schon gesagt haben, Sie bekommen nicht einmal die 70 Millionen, wenn Sie nicht noch eine zusätzliche Leistung bringen. Da ist dann für mich nur die Frage, ob das dann der richtige Ansatz ist, wenn wir gesagt haben, es ist wichtig, in der Bildung zu investieren. Kindergarten ist die erste Bildungseinrichtung, daher wäre es ein wichtiger Aspekt, und ich ersuche Sie auch wirklich, wenn es noch Möglichkeiten gibt, da auch noch nachzuschärfen, damit wir noch Geld bekommen. Was ist neu in dieser 15a-Vereinbarung, dass die Vierjährigen dazugenommen werden sollen, dass es für die Vierjährigen jedoch keine Besuchspflicht geben soll und dass es sogar auch für die Vierjährigen diesen gestaffelten Beitrag geben soll. Dass der Bundeszuschuss jetzt abgeändert von der alten Version jetzt eine Pro-Kopf-Zuschussversion werden soll und diese verpflichtenden Elterngespräche für die Vierjährigen. Und Frau Kollegin Kitzmüller, man sollte immer nach der Überschrift noch eine Zeile weiterlesen. Es steht zwar die Empfehlung zum halbtägigen Besuch im vorletzten Kindergartenjahr, aber dann steht darunter in der nächsten Zeile, ab dem Kindergartenjahr 2016, 2017 sind die Länder verpflichtet, diese Gespräche zu führen. Wir selbst sind... Die Experten bestätigen, dass die Kinderbildungseinrichtungen, und das sind die Kindergärten, eine der entwicklungspolitischsten und entwicklungsintensivsten Zeit für Kinder ist, wo es eine umfassende Persönlichkeitsbildung ganz einfach für die Kinder ermöglicht. Da haben wir den Auftrag, ganz einfach die Sicherung der Chancengleichheit für diese Kinder zu machen. Und es gibt eine Reihe von zahlreichen negativen Faktoren, psychosoziale Faktoren, die die kognitive Entwicklung der Kinder beeinträchtigen könnten, aber auch sozioökonomische Risiken, die ganz einfach bestehen. Ein Aufwachsen in Armut, die Zugehörigkeit einer sozial armen oder benachteiligten Schicht, ein niedriges Bildungsniveau der Eltern. Und da sind wir gefordert, weil wenn es zu einer Häufung dieser Faktoren kommt, kann es sich negativ auf die kindliche Entwicklung ausweiten. Daher, um diese abzuschwächen, sind wir gefordert, und es braucht volle Kraft für den Ausbau weiterhin. Und wir bleiben als Sozialdemokraten. Wir brauchen das zweite verpflichtende Kindergartenjahr. Es ist nicht gefallen. Es ist nur eine Stufe später. Wir brauchen letztendlich den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für die Kinder, das beweisen auch die Experten. Und wir brauchen einen bundeseinheitlichen Qualitätsrahmen, wo es dann um Gruppengröße, Betreuungsschlüssel, Qualifikation und Fortbildung geht. Das lassen wir im Auge, das ist unser Ziel, und dort müssen wir gehörig hin. Die Sicherung der Chancengleichheit werde in der Bildungseinrichtung Kindergarten wahrgenommen, deshalb voller Ausbau. Stichwort das zweite verpflichtende Kindergartenjahr, das kommen müsse, sagt die Familiensprecherin der SPÖ, Angela Lueger.